Seit 100 Jahren gibt es das Viktoria-Gymnasium in Essen. Doch das gab es dort noch nie. Schüler, die sich über den Unterricht hinaus engagierten und einen knapp 80-minütigen Film produzierten. Es wurde selbst gedreht, geschnitten und sogar den Soundtrack komponierten die Abiturienten selbst. Jetzt ist der Film Schmelzpunkt, der in den Alpen spielt, fertig. Und er handelt von dem weltberühmten Mann aus dem Eis, nämlich von Ötzi. Oh. Eddie, meine Delika Schleu. Dramatik in den Alpen. Der Hirte Ötzi ist schwer verletzt. Seine Frau versucht, ihn zu retten. Die Schüler scheinen zufrieden. 1,5 Jahre haben sie an dem Film gearbeitet, schwierige Dreharbeiten gemeistert und für die Steinzeitmenschen sogar eine eigene Kunstsprache entwickelt. Den ganzen Text durchgängig sprechen konnten wir eigentlich gar nicht, weil man musste auch auf die Betonung achten und die richtige Aussprache. Und deswegen war das schon eine große Herausforderung. Der ist eigentlich ziemlich anstrengend. Wir waren ja im Schnee und es war schon ziemlich kalt und wir sind auch ungefähr bis hierhin eingesunken. Also es war jetzt nicht so leicht, aber so schwer jetzt auch nicht. Ja, ritornu, ja, war du salvatibia. Gedreht wurde dieser Film im Rahmen des Literaturkurses. Der Lehrer Christian Mielke ist vom Engagement restlos begeistert. Eine schulische Erfahrung von einer solchen Intensität habe ich eigentlich noch nicht gehabt. Das ist so eine der besten Erfahrungen, die ich mit einer Gruppe gemacht habe. Vom Drehbuch bis zum Schnitt haben die Abiturienten alles in Eigenregie gemacht. Viele waren über ihr hohes Engagement selbst erstaunt. Ich glaube, die herausragendste Erfahrung war eigentlich, dass wir alle so viel gemacht haben. Also, dass wir wirklich alle eine total tolle Motivation hatten und alle dahinter standen und dann halt auch wirklich, wie wir das schon gesagt haben, um 6 Uhr aufgestanden sind, um morgens irgendwas zu drehen und abends bis 10 Uhr gedreht haben. Also einfach dieser Wille, der dahinter stand. Nicht nur den gesamten Film haben die Schüler realisiert, auch den Soundtrack haben die Nachwuchstalente eigenhändig komponiert und eingespielt. Bei so viel Einsatz und Kreativität war die Note reine Formsache. Ja, es gab nur die Bestnote für alle, das ist völlig klar. Und aus meiner Sicht sind sie damit immer noch zu schlecht benotet. Also die 15 Punkte in beiden Halbjahren, die sind mehr als verdient. Also so viel Einsatz kann man im normalen Unterricht eigentlich auch gar nicht kann man gar nicht anbieten, die Möglichkeit, so viel Einsatz zu zeigen. Und das hat die ganze Gruppe also ganz perfekt genutzt. Von daher 30 Punkte, das ist schon mal eine gute Ausbeute aus der Sicht auch. Ja. Neben dem Summa cum laude haben die Schüler aber noch etwas viel Wichtigeres als nur eine Note mitgenommen. Ein gemeinsames Ziel macht Spaß und verbindet. Die Beziehung zu Herrn Mielke, die wir jetzt haben, ist ja eine ganz andere, als andere Schüler jetzt zum Herrn Mielke haben. Und deswegen das schon eher so ein, ich möchte fast sagen, ein freundschaftliches Verhältnis. Deswegen, nee, also das ist. Ich muss da gucken, ob das jetzt stimmt. Das ist schön. Eine Freundschaft, die über die Schulzeit hinausgehen soll. Aus der Videogruppe ist ein eingeschworenes Team geworden und das nächste Projekt schon in Planung. Oscar-reif.